Aber ich freue mich auch sehr, jetzt nochmal einen kleinen Tapetenwechsel zu haben. Nee, hast du dich festgefahren? Nein. Du, dass du jetzt gleich derjenige sein wirst, der mit Damaria Kokoluto und Maxim Schablowe auf dem Wasser sein wird? Komm, hier meine Videos von meiner Session heute. Und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier aus Brasilien. Wir haben gerade schon eine Runde Yoga gemacht, hier von diesem wundervollen Yoga-Spot. Also wie schön ist die Aussicht hier. Das ist leider auch schon unser letzter Morgen hier in Barra Nova, weil wir fahren heute weiter nach Taíba ins Freestyle Paradise. Ich freue mich schon sehr, sehr doll. Und wir dachten uns, wir nehmen euch mal mit noch zu unserem letzten Morgen hier aus Barra Nova auf die Reise. Und natürlich auch zur ersten Session in Taíba. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich habe auf jeden Fall Bock. Das hier war die Lagune. Die ist eigentlich, jetzt gerade ist Low Tide. Eigentlich ist sie hier, füllt die das alles hier komplett aus, wenn High Tide ist. Der Wind kommt so von da ungefähr. Das heißt, man hat hier echt super glattes Wasser. Also war schon richtig gut. War jetzt am Ende ein bisschen schwierig, weil es waren echt viele so Strömungen. Und der Wind war jetzt gerade in den letzten Wochen relativ böig, weil er relativ stark war. Aber wir hatten eine gute Zeit hier, aber ich freue mich auch sehr, jetzt nochmal einen kleinen Tapetenwechsel zu haben. So, ihr kriegt jetzt noch eine kurze Tour, wie hier die Posada ist und wie wir hier so gewohnt haben. Ist nicht ganz ordentlich, aber ist halt unser Abreisetag. Als hätte das sonst anders ausgesehen. Also das hier ist unser Zimmer. Da war ein Doppelbett, Doppelstockbett. Hier hinten war noch ein kleiner Schrank und Fenster und unser Badezimmer. Und jetzt zeige ich euch noch, wie schnell man hier zum Spot kommt. Hier geht's raus. Und hier geht es quasi direkt den kleinen Weg entlang zum Spot. Gerade ist ganz komisches Wetter. Es regnet gerade. Ganz ungewöhnlich. So. Da ist der Spot, wo wir gefrühstückt haben. Ja, wie fandest du deinen Aufenthalt hier? Frühstück, como sempre. So, läuft. Portugiesisch? Wie, welches Level? Bom. Bom. Tudo bom. Tudo bom. Was gibt's hier? Ups. Ei, Toast, Haferflocken, Orangensaft, Happy Liebe. Und Liebe. Oh. Und noch mehr Deutsche. Frühstück ist fertig. Jetzt haben wir noch 1 Stunde und 10 Minuten. Dann kommt unser Transport nach Taíba. Wir müssen jetzt noch unsere Koffer packen, die ganzen Kitesachen packen, alles ins Auto noch räumen. Aber haben wir noch 1 Stunde und 10 Minuten. Sehr easy. Zwischenstand, ich glaube, es ist vollbracht. Also wir haben hier unsere Koffer. Das Zimmer ist weitestgehend leer. Und dann hier draußen ist noch ein bisschen, was ins Auto geräumt werden muss. Da räumen Max und Flo gerade unsere Kitebags zu Flo ins Auto. Weil wir so probieren wollen, dass wir mit einem normalen Auto nach Taíba fahren. Also nicht mit einem Riesentransport, weil wir dafür halt mehr bezahlen. Mal gucken, ob da wirklich Kaltgepäck für 3 Personen in das kleine Auto passt. Aber ich bin sehr optimistisch, dass das passen wird. Und ansonsten 10.46 Uhr. Ich habe nicht zu viel versprochen, dass wir das schaffen werden. Nicht alles? Nein, mein Delfin passt nicht mehr rein. Oh nein. Dein Delfin. Kannst du noch Geräusche dazu machen? Ein Delfin? Du bist ein Delfin. Auf jeden Fall nicht Mu. Ja, das ist gut. Das ist ein Schwein. Flo, kannst du ein adäquates Delfingeräusch machen? Mazel Tov! So, alles fertig. Zimmer ist leer geräumt. Es ist 11:01. Wenn wir nicht pünktlich sind, wer dann? So, wir gehen jetzt noch ein letztes Mal durch die... Es regnet. Durch die heiligen Hallen der Escape Posada. Ein allerletztes Mal. Es war zwar echt super schön, aber ich glaube, wir freuen uns beide auch mal auf einen Tapetenwechsel und ein bisschen auf richtig Freestyle pushen, oder? Also während wir auf unseren Transport warten, mal ein ganz zusammenfassendes,
Fazit. Also wir waren jetzt hier 5 Wochen und wir waren in der Unterkunft. Die ist wirklich direkt am Spot. Das habt ihr jetzt ja wirklich genug gesehen. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Es war Wind jeden Tag. Ich glaube, wir hatten keinen Tag, wo wir wirklich nicht fahren konnten. Wir haben aber auch einen 15er D-Lab dabei. Es gab zwischendurch mal eine Woche, wo wirklich der Wind relativ leicht war. Also vom 15er Juice bis zum 8er Evo D-Lab sind wir wirklich alles gefahren. Es ist ein perfekter Spot für Anfänger, für Leute, die zum Beispiel Oldschool machen und einfach ein bisschen progressen wollen, die Stehrevier suchen. Ich würde es auch als Teiletappe für Leute empfehlen, die Freestyle machen. Aber ich würde es nicht als ausschließliches Ziel empfehlen, weil jetzt am Ende waren wir schon so, boah, wenn wir jetzt schon nach Brasilien fahren, dann fahren wir, glaube ich, dann doch nochmal zum Freestylen, irgendwie nach Taiba oder nach Kumbuku, weil es einfach nicht das Nonplusultra ist, sage ich mal. Es gibt hier halt eine ziemlich starke Strömung, je nachdem, wie stark die Teilzeit sind, wie, ob wir näher dem Vollmond sind oder dem Neumond. Das hat es schon schwer gemacht und der Wind ist jetzt nicht, sag ich mal, dieser Brasilienföhn, der einfach super steady ist, sondern es geht schon hoch und runter. Gerade je mehr es wird, desto böiger wird es halt auch. Also wir hatten eine super Zeit hier, es war mega geil, wir brauchten kein Auto, wir waren direkt am Spot. Die Leute hier waren super, super lieb, aber wir freuen uns jetzt auch, nochmal anders fortzufahren, wo wir noch ein bisschen mehr pushen können, wo wir noch ein bisschen mehr wirklich Freestyle-Action machen können. Und ja, ich hoffe, dass das richtig gut wird. Wir sind da und haben eine sehr, sehr schöne Wohnung. Wir gehen jetzt gleich mal eine Runde hier rumstromern und gucken mal, was es hier sonst noch so gibt. Was ist denn hier los? Der Buggy ist da. Flitzer-Buggy. Steckenbleib-Counter ist bei 0. Noch. Wir wetten auf 10. 10? Ja. Okay, ich wette auf 5. Hey, ein Chef, Gangster! Ja, Mann! Gehört in die Lagune, ja? Nein. Ich habe ihn gefragt, ob die Tankanzeige funktioniert. Er meinte, er würde nicht zu viel darauf geben. Sie zeigt einfach gar nichts an. Ja. Nee, hast du dich festgefahren? Nein. Kannst du bitte nach hinten filmen, dann so gucken, wie weit wir gekommen sind. Aber wir haben ein bisschen Hilfe bekommen zum Glück, sind wieder rausgekommen und jetzt sind wir hier über Lagune. Da sind die Boys. Lass mal den Profi ansteuern, der Papa, der macht das schon. Oh. Erster Spotcheck, Maxi, was sagst du? Coco macht Backside 3, mache ich auch Backside 3. Er ist mit 11. Was nimmst du dann? 13, ja, oder? 13. Versuch mich mal hier kurz ein bisschen in Windschatten zu setzen. Ich gehe heute noch nicht aufs Wasser. Ich fühle es einfach irgendwie gar nicht. Wir sind heute Morgen um 4.50 Uhr aufgestanden, den Sonnenaufgang zu sehen. Bin ultra müde und weiß nicht. Ich glaube, ich brauche heute einen Rest Day. Fühlt sich ein bisschen blöd an, weil wir jetzt extra nach Taiba gefahren sind, aber wir bleiben ja auch eine Weile. Also, ich supporte heute Maxi mit allem, was ich habe. Dann von dem werdet ihr auf jeden Fall ein paar coole Kiteshots sehen und ich entscheide noch, ob ich in diesem Vlog noch Kiteshots von mir reinpacke oder ob der nächste kommt. Tja, da müsst ihr wohl dranbleiben, um das zu sehen, also mehr kann ich euch da nicht sagen. Siehst du das da hinten? Siehst du, dass du jetzt gleich derjenige sein wirst, der mit Damaria Cocoluto und Maxim Chablo auf dem Wasser sein wird? Ja. Wie fühlt sich das an? Ich guck mal, wie ich eine Transition hinkriege. Aufwärmen ist wichtig. Kleiner Starfish. Wenn du es in diesem Leben nicht mehr schaffst mit Kite-Profi, dann bist du Model. Elva, ist das das, was du dir gewünscht hast? Ja, aber irgendwie sehr, sehr ungewohnt jetzt nach Paranova.
Session ist durch. Besser geht's doch kaum, oder? Schön ist hier. Was für ein Spot. Wir sind im richtigen Brasilien angekommen, sagt Flo. Alter, ich verstehe nicht, warum die hier alle rumchillen. Warum die alle so Progress machen hier. Und dann aber, ich konnte nicht aufhören, weil es einfach so geil war. Und ich dachte, es wird nie wieder so geil sein. Aber wahrscheinlich ist es morgen, übermorgen, in 3 Tagen, in 4 Tagen, in 5 Tagen, 8 Tagen, 15 Tagen immer noch genauso gleich. Geil. Also, guck dich mal an, Paula. So stehe ich hier bei meiner Mütze weggeweht worden. Ah, kann mich schnell flitschen. Darf mir? Ja. Einmal. Nein. Dreimal. So, fertig geduscht, fertig gemacht, es wird eingekauft. So sieht unser Einkauf bis jetzt aus. Sparen tun wir bis jetzt auf jeden Fall nicht. Wie viel haben wir bezahlt? 150 Euro. Oder 150 Euro herkommen, weil der feine Herr jeden Morgen sich einen Smoothie machen will. Lecker? Interessant, aber sehr viel Parmesan. Good morning! Es ist mittlerweile schon der nächste Morgen und ihr habt ja gesehen, wir waren gestern noch ein bisschen Burger essen und sind ein bisschen rumgestromert in Taiba, mal einkaufen und so weiter und so fort. Heute gehe ich wieder aufs Wasser und davon werde ich euch auch noch ein paar Videos reinpacken, dass auch noch ein paar Kite-Videos von mir mit drin sind. Aber ich werde dann quasi nicht mehr mit der Hinfahrt und bla bla bla, weil der Vlog ist jetzt schon relativ lang. Das heißt, jetzt kommen hier meine Videos von meiner Session heute. Sind wir wieder zurück in der Wohnung. Ihr habt die Kite-Shots gesehen von meiner Session. Also es ist wirklich, wirklich schön hier zu sein. Die Bedingungen sind top. Es ist wirklich nicht ohne Grund hier das Freestyle Paradise. Und ja, der Vlog ist ein relativ langer geworden. Ich hoffe, dass er euch gefallen hat. Das war es auf jeden Fall wieder. Wir versuchen auf jeden Fall noch ein paar Vlogs hier aus Brasilien zu machen und ich freue mich riesig auf die kommenden Wochen jetzt hier in Taiba. Huch, Sturmfrisur. Wenn euch der Vlog gefallen hat, dann lasst wie immer gerne einen Kommentar, ein Like da. Ich freue mich immer über jeden Kommentar, der kommt, wirklich. Ihr könnt auf jeden Fall hier, wenn ihr wollt, das letzte Video noch anschauen und hier dann ein Follow da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!